Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Slime Rangers. Letztes Mal haben wir versucht, das Tor zu öffnen und ich hatte leider die falschen Plots mit. Und ja, besorgen wir uns doch einfach mal die richtigen und dann geht das Ganze los. Mir fehlt, soweit ich weiß, noch der Tappi, der Honig, der Stein. Huch. Hallo Tappi, hast du gerade... Aha. Damit. So, das wollen wir Miets haben. Da brauche ich noch Phosphor, Stein und Honig. Ja, wahrscheinlich werde ich sowieso noch zurück müssen. Mindestens für die Phosphorsachen. Wir haben ja Gott sei Dank 4 Plätze. Da geht das Ganze. Muss ich jetzt nur wieder zurechtfinden. Und hänge fest. Und hinauf. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Ach, wenn man den Weg so oft gegangen ist. Genau, dann fühlt man sich jetzt einmal explodiert. Okay. Meatsplot haben wir. Wollen wir füttern? Wollen wir füttern? Ja, mach was. Ihr seid noch nicht so weit, ne? Einsammeln können wir ja später, auf Füttern können wir schon mal. Sonst wäre ich 16. In der Höhle, die füttern sich selbst, ist auch okay. So, ein Felsblock bitte, dankeschön. So, von euch brauche ich nichts. Oh, so ein Felsblock fertig. Okay, dann brauchen wir noch Phosphor, da gehen wir mal in die Höhle zu. Na, hi. Verstehe ich richtig, du stehst vom Futtern bis vor Hungerland. Das macht keinen Sinn. Nee, werde ich mal alle fröhlich bekommen. Glaube ich ganz fest dran. Aber wenn ich euch mal kreuzen kann, das gibt mir Ausbeute. Dann müssen wir uns nur noch einen Honigschleim besorgen. Den haben wir ja hier bei uns im Catch mit. So. Okay. Jetzt müssen wir alles haben, um in die Ruinen zu kommen. Ach ja. Der Weg, der Weg. Naja, wenn man das nicht kennt, das kann auch nicht schaden. So. Durch das Kätzchengebiet. Hinüber zur Brücke, wo die kleinen Aggressiven gleich kommen dürfen. Sehr nachts. Genau, hallo ihr Bösen. Lass mich in Ruhe, ich lasse euch auch in Ruhe.
Schön, dass der Weg zu den Ruinen ist dann eigentlich auf der Brücke recht einfach. Huch. So. Und wieder hoch, ab ins Moosbeet. Wuhu. Okay, rechts, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich wollte gerade sagen, ich muss rechts gehen. Da. So, Gott sei Dank ist wieder Nacht, so dass ich nicht viel sehen kann. Du leuchtest noch nicht. Ich behaupte mal, du bist Honig. Ja. Okay, wo waren die anderen? Einer war da oben. Hier war, glaube ich, die Mietz. Hoch. Oder soll das Phosphor sein? Oder gar Fels? Nee, es hat Antennen, es muss Phosphor sein. Na. Ja. Okay, dann noch Fels. Was ist dann wohl hier? Jetzt sehe ich eigentlich erstmal, dass man die Stacheln auch gut sehen könnte. Wäre vielleicht einfacher gewesen, nicht nur auf die Farbe zu gehen. So, und die Mietz, die war irgendwo oben, weiß ich noch. Das kann dann ja noch mehr sein. Und es ist doch hier. Antiken Ruinen. Hier dürfte ich ja dann auch bald andere Schleime bekommen. Das machst du. Du machst die Tür auf. Ah, da ist dieser Phasenbaum. Bei dem brauche ich Gott sei Dank nicht. Soweit ich weiß, man kann bei dem eine Frucht reingeben und dafür die Phasenfrucht bekommen. Das ist natürlich unproduktiv. Die fand sie offenbar was. Was machst du auf? Finden wir raus. Nee, du bist nur ganz normal, okay. Schauen wir erstmal oben rum. Runter kommen sie alle. Da, ein Phasenstein. Hab dich. So, jetzt müssen wir legen. Genau. Du wirst dann mit dem gekreuzt. Okay, das müsste auch der einzigste neue Schleim sein, den wir hier bekommen können. Was ein bisschen schade ist, aber da können wir leben. Oh, da heißt jetzt sogar Quantenschleim. Okay, damals hieß er noch Phasenschleim. Okay. Ah, nee, der Abgrund sieht nicht gut aus. Den lassen wir mal sein, wie er ist. Boah, haufenweise. Wir sind alle Freunde. Ja, wie ihr seht, die Phasenschleime können Kopien von sich erstellen und sich teilweise auch teleportieren. So, eigentlich reichen wir zwei. Egal, wir haben sie ja. Aber was es hier, glaube ich, noch geben sollte, wäre doch... Was ist das? Ist das vielleicht ein Lager? Das muss man schon suchen. Okay, das ist ein Lago von Explosion. Ihr mochtet Fleisch, nicht wahr? Schauen wir mal. Slimes. Knallschleim. Hühnchen. Testen wir doch mal, ob wir den von hinten füttern können. Wir sind nur ein paar Hühnchen zu finden. Bevor ihr sie findet. Vor uns hatten wir ja auch welche gefunden. Da habe ich fast wieder den Abgrund gefunden. Habt ihr schon alle weggefuttert? Seid echt gierig, wisst ihr das? Ja, theoretisch, wenn ich mal. Ich habe ein Hühnchen gockeln gehört. Nicht abhauen. Wo willst du denn hin? Da unten wartet der Tod.
überlege, ich meine, andere Frucht finden wird wahrscheinlich auch das Ding. Ja, das mit Gemüse geht auch, glaube ich, nicht. Nee. Tausche Obst gegen Obst. Du machst irgendeine Tür auf. Ah, machst die dafür aber zu. Okay. Dann tauscht halt so eine offene gegen eine zuge Tür. Hier ist noch Story. Aber wirklich jetzt mal. Entschuldige. Hühnchen zu finden ist nicht so leicht. Ein anderes, ne? Gut, wir können natürlich mit einem exemplarisch auskommen. Ist was zu bedeuten? Nein, das ist nicht. Und ein zweites ist auch schon mal gut. Mhm. Ich frage, ob ich das mit dem Jetpack da hochschaffe. Ja. Hier runter heißt, ich komme überhaupt nicht hoch. Ich komme sogar viel mehr weiter runter. Ah, noch mehr Story. Nur einfach mal, damit wir die Frucht dann auch im Inventar haben. So, auf damit. Rennt doch weg. Die lassen sich aber auch futtern von denen. Ja, eigentlich, wenn man das Jetpack hat, kann man ja recht gut hier drüber navigieren. So. Jetzt muss ich wieder überlegen. Hier war der Abgrund. Und ich muss aber dann eigentlich wieder überlegen. Fragezeichen. War das tiefer oder sogar noch höher? Ah, schön, das neu zu kaufen. Tiefer, doch tiefer. So, schauen wir mal. Okay, ich muss noch anders machen. Ja, das tut mir dann noch nicht. Ach, jetzt kommt alles auf einmal. Krieg mal was drauf. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Nehmen alles mit, was wir an Huhn, Küken, Haaren finden. Um dann wieder herzukommen, vielleicht droppt er uns einen Schlüssel. Und ja, wir suchen noch einen Baum. Und eigentlich, da drüben ist er schon. So. Komm. Ja. Die Phasenzitrone. Okay. Ja, wie gesagt, da tauscht man ein Obst gegen ein zweites. Hier war ich auch schon. Okay. Oh, noch ein Phasenbereich. Hühnchen. Kommt. Ich nehme schon einen guten Zweck, um euch ein großes Wesen zu füttern. So, das müsste auch der Eingang, glaube ich, sein. Das heißt auch gleichzeitig der Ausgang. Nein. Okay, hier. Mhm. So. Machen wir uns in Richtung Heimat. Boah.
Aber ich brauche haufenweise. Nicht. Ach so. Jetzt seid ihr ein anderes Hühnchen. Ist auch ein anderes Hühnchen. Okay, okay. Die Geräusche sind so toll. Okay, ich muss ein bisschen auf meine Energie aufpassen vom Jetpack. So. Yay. Yeah. Ups, falsch umgelaufen. So. Hä? Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Ich muss doch sonst eigentlich durch die Gefährspassage da durch. Hm. War ich doch schon richtig. Ja, stimmt. So. Ja, dann ist der Baumstamm darüber. Okay, alles klar. Okay. Seid ihr ein normales Hühnchen? Ja. Okay, das war ein normales Hühnchen. Ach, alles nur wegen dem Schaden. Okay. Jetzt überlege ich, kann ich euch Hühnchen irgendwo mal absetzen? Wo ich denke, dass ihr überleben werdet. Ich hoffe jetzt mal, dass ihr hier keinen Blödsinn macht. Okay, ich gebe zu, das war auch nicht sonderlich clever. So, jetzt kommen wir doch mal endlich zum Kreuz. Macht er quasi dann gleich von alleine. So. Fröhliche große Phasenschleine. So, ihr futtert mal schön. Oh, ich sollte nur anbauen. Okay, die anderen stehen noch und der haben sie nicht. Nein, der ist auch weg. So. Für die anderen, was soll schmecken? So. Ach, als Schleinzüchter hat man immer zu tun. Okay. Glaube ja. Ja. Da springen wir jetzt auch noch gar nicht. Ja, weil es auch nicht ausgelöst ist. So. Okay. Eins rein, das füttern. Boah, das ist so viel. Kann ich ja schon sagen. Das gibt Satzschalter. Bleib da. So.
gebraucht. Das war die verzwickte Zwiebel, glaube ich. So, wo seid ihr? Da. Ja, verzwickte Zwiebel braucht. Gut, dass ich das Silo gebaut habe. Das ist auch locker, okay. Minzbeere, Erzbeere. So. Aber trotzdem habt ihr doch noch was getroffen, oder? Echt nicht. Das sollte mehr wert sein. Okay, der ist auch hinüber. Okay, das lohnt sich schon. Ja, gleich auch mal zum Zwar. Golden Wrench. So. Ah, hier muss ich auch mehr pflanzen. Okay. Cool, alle gleichzeitig. Auch nicht schlecht. Ich habe euch mal ursprünglich hier hingesetzt, wisst ihr das noch? Hier ist auch das ganze Futter, aber keiner von euch geht dahin. Wenn ihr so schön trocken würdet, würde ich mich klappen. So. Jetzt versuchen wir uns mal den Plot hier zu schreiben. Aber es sieht schön aus. Das Freiland halt unterstütze ich. Müssen wir gleich nochmal hierher wahrscheinlich? Ja, lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Ich bin noch ein bisschen verstrahlt. So. Okay, liefern wir das mal ab. Ich würde sagen, wir haben doch genug, um Shop leer zu kaufen. Okay, und wieder hin. Das sollte eigentlich nicht mehr. Einfach enttäuscht. Okay. Ich habe jetzt erstmal genug. Ich bedanke mich. So. Machen wir mal direkt rüber zu unserer Phosphorhöhle. Ach so, hey, jetzt hab ich ein Hühnchen. Da hab ich schon Platz. Dann machen wir uns erstmal leer.
Meine Güte, wo rennt denn die Lager? So. Brauchen ja Gott sei Dank nur zwei Slots. Bäume sind auch noch alle da. Hier leuchtet es im wunderschönsten Park. Ich könnte jetzt fast rausgehen permanent. Aber ihr müsstet eigentlich auch gelbes Brot jetzt mal langsam trocken. Oder tut ihr jetzt wirklich nur noch eure Zuckerfrucht essen? Das wäre schlecht. Dann steht mir jetzt ein Problem. Immer nur eine Beere. Das war ganz egal. Du! Nach irgendeiner, der gerade sichtbar ist? Du! Okay, gut, klappt. Schon wieder so ein Zidane. Nicht gut für dich. Dann stirbst du. So schlecht geht's euch doch bei mir nicht, dass ihr euch umbringen müsst. Ja, das macht sich jetzt schlecht. Das sind ja leider mal zwei Verstände. So, ich habe mal vier Hühner hier. Das Labor schon freigekauft? Nein. Dann nutzen wir unser Geld jetzt mal dafür. Ja, da haben wir das Labor. Bietet ein paar Felder und die Möglichkeit zu experimentieren. Machen wir das noch schnell heute. Die Scheune enthält ziemliche Ausrüstung, die du brauchst, um damit zu beginnen. Geräte herzustellen, zu den Geräten gehören Hilfsmittel und so weiter und so weiter. Also hier ist die Raffinerie, da speichern wir einfach quasi unsere Plots drin, die wir dafür benötigen, gegebenenfalls. Was ist das? Geräte herstellen? Okay. Rechts sehen wir, was wir dafür brauchen. Hilfsmittel. Okay, wir haben quasi nichts außer den Extraktor. So. Okay. Ach. Auch passenderweise Story. Mhm. Oh, ich glaube, das Tutorial ist langsam an sich. Ah, Baumeisterladen. Hier können wir also neue Sachen kaufen. Jetzt ist die Frage, wofür geben wir unser Geld aus? Dafür? Ne, erstmal die Upgrades, die sind wichtiger. So, stopp, das ist ein Abgrund. Ha, das war das letzte. Du kommst nicht weg. So, lesen wir wieder eine Runde. Mhm. Ja Leute, ich weiß, dass es neu ist. So. Ja, das war alles, was wir jetzt neu kaufen können. Machen wir das mal. Nicht mehr AP, Energie. Oh, mehr Platz. Das ist toll. Der Rest kommt dann wohl später. Okay, da würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Beim nächsten Mal werde ich mal ein paar Hühnchen mehr besorgen und wir werden den Lago füttern, in der Hoffnung, dass ich genug finde. Und in der Hoffnung auch, dass ihr einen Schlüssel droppt. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!